Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Wurde am 26. Februar eine leere Kasse vorgehalten, folgte eine Woche später eine weitere. Im Grunde ein Sinnbild für das, was man seit 2020 im Einzelhandel, in der Gastronomie und anderen Branchen erlebt, wo, wegen der Corona-Schutzverordnungen, nicht wie gewohnt gearbeitet werden darf. Je länger dieser Zustand anhält, desto größer wird der Berg der Kassen, die leer sind. Am 5. März machten zum zweiten Mal Händler und Gastronomen auf dem Stolberger Hauptmarkt darauf aufmerksam, dass sie öffnen möchten, weil ihre Existenzen akut bedroht sind. Zwei Tage zuvor wurde der Beschluss der Bund-Länder-Gespräche bekannt gegeben, mit den Öffnungsperspektiven in 5 Schritten. Ich hätte mir gewünscht, dass eine Änderung der Strategie verkündet wird und nicht nur, wir machen das weiter, wir tun bloß an den Zahlen ein bisschen dran rumspielen. Dann wird ein A4-Blatt präsentiert, wo für den einen verständlich, für den anderen unverständlich draufsteht, wer wann, wie, wo, warum öffnen darf, aber die Strategie wird in keinster Weise geändert und das finde ich einfach nicht zu verantworten. Was viele nicht nachvollziehen können, ist: Wir haben ein Handarbeitsgeschäft, was uns von einem Buchladen unterscheidet. Ich freue mich für jeden Laden, der aufmachen darf, aber kann die Entscheidung nicht nachvollziehen, was bei uns anders ist. Wir halten Hygienekonzepte ein, wir würden Kunden einzeln einlassen, aber das, was hier abgeht, ich fühle mich eigentlich nur noch verarscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Gedankengang der Regierung war vom Grundsatz her erstmal nicht ganz so schlechter, sondern ein Versuch, so eine Soft-Öffnung hinzubekommen. Das Problem ist nur, bei uns im Erzgebirgskreis, wie vielen anderen Kreisen auch, über die Werte über 100 sind, ist für uns letztendlich dann doch nichts Bewegendes, weil wir wieder zulassen dürfen. Und deswegen finde ich das keine gute Lösung, wie sie sich da entschieden haben. Im Grunde genommen müssen wir mit dem Virus leben und auch eine Möglichkeit finden, mit dem Wert über 100 aufmachen zu dürfen. Weil das Problem ist, im Nachbarkreis, wenn ich Chemnitz da sehe, die werden ja trotzdem fahren, die Leute, weil sie jetzt fahren dürfen und einkaufen dürfen. Also werden die aus dem Erzgebirgskreis raus sich bewegen und werden nach Chemnitz fahren. Und da ist im Grunde genommen ja keinem was getan, weil der Kunde möchte konsumieren, der möchte seine Wünsche wieder erfüllen. Und dem ist es dann letztendlich egal, ob es im Erzgebirgskreis ist oder in Chemnitz. Er würde es natürlich gerne lieber hier machen. Und wir kriegen dadurch zwangsläufig eine Fluktuation, eine Bewegung rein, die eigentlich auch nicht gewollt ist. Und das ist für mich so ein Punkt, was für uns Händler nicht mehr zu ertragen ist und auch eigentlich nicht akzeptabel ist. Nach Click and Collect folgte Click and Meet. Das Problem ist, dass wir überhaupt nicht einschätzen können, wann wir öffnen dürfen und wie wir öffnen dürfen. Weil auch dieses Meet und Collect nicht das ist, was man gewohnt ist von einem Einzelhandel in einer Kleinstadt, wo man einfach hingeht und einfach eine Uhr oder ein Schmuckstück oder ein Spielzeug oder was auch immer kauft. Einige Kunden fanden sich auf dem Platz ein, um zu zeigen, dass sie das Anliegen der Händler unterstützen. Die kleinen Geschäfte, die werden alle kaputt gemacht. Warum könnten die nicht öffnen? Verstehe ich nicht. Muss doch irgendwas kommen, ist doch die Politik vollkommen fehl. Hinzu kommt, dass nicht jeder im Internet shoppen möchte. Es gibt nicht wenige, die lieber klassisch einkaufen möchten. Weil man das hier anschauen kann und anfühlen. Weil das persönlicher ist für mich, wenn ich in den Laden gehe. Da kann ich mich mit jemandem unterhalten, dort wäre ich beraten, das wäre schon im Internet nicht. Dass man zurzeit nicht das Geschäft seines Vertrauens aufsuchen kann. Fehlt mir, sag ich ganz ehrlich. Kann so nicht sein. Ja? Warum darf man Schuhladen nicht aufmachen? Lauert dort der Tod? Die Politiker, die hier oben sitzen in Berlin, die haben keine Ahnung, was an der Basis los ist. Das können Sie mir glauben. Ja? Wenn ich irgendwas benötige, gehe ich in größere Supermärkte. Dort darf ich alles kaufen. Und die Einzelhändler werden hier regelrecht platt gemacht. Und deshalb sind wir hier, dass man sich mehr Gedanken machen sollte. Irgendwo vernünftig. Wir haben ja auch auf unseren Plakaten draufstehen, dass wir mit Verantwortung das irgendwo umsetzen wollen. Und mit Verantwortung schaffen wir das auch. Und das muss einfach mal allen klar werden in der Richtung. Seit Jahrzehnten gibt sich so eine Kleinstadt wie Stolberg Mühe, dass wir unsere Stadt lebenswert, unsere Innenstadt lebenswert gestalten können. Dazu gehören Händler und Gastronomen, Dienstleister. Und wenn die jetzt die ganze Zeit nicht öffnen dürfen und das eine oder andere Geschäft dann auch schon schließt, dann ist es natürlich ein deutlicher Nachteil,
der da im Entstehen ist. Und wir wissen ja auch nicht, wo es hingeht. Deswegen ist es natürlich eine schwierige Situation insgesamt. Und absolut nachvollziehbar, dass die Händler, Dienstleister, Gewerbetreibenden, Gastronomen, dass die hier zum Ausdruck bringen, dass sie Angst haben, dass sie Sorgen haben und dass sie sich ja, mehr Perspektive erhoffen. Ja, es ist einfach nicht mehr schön, jeden Morgen in Gesichter reinzugucken von den Mitarbeitern und die stehen und wissen, was machen wir heute, was können wir machen, was ist passiert nächste Woche, was passiert nächsten Monat. Man hat einfach keine Alternativen, man kann einfach nichts mehr sagen. Und das ist das, was einen mit einem ganz gruseligen Gewissen abends ins Bett jagt und morgens wieder aufstehen lässt, und weil man einfach keine Perspektive hat. Und das ist keine schöne Situation. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Nachdem bei einem Hausflügelbestand in Burgstedt innerhalb kürzester Zeit die Tiere verendeten, erließ das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Mittelsachsen am 10. März zwei Allgemeinverfügungen zur Eindämmung der klassischen Geflügelpest. Das Gebiet um den Seuchenbestand wurde mit einem Radius von mindestens 3 Kilometern als Sperrbezirk festgelegt. Zudem muss, wenn es noch nicht erfolgte, jeder, der im Landkreis Mittelsachsen Geflügel hält, dem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt die Art, die Anzahl, den Standort, die Haltungsform etc. anzeigen. Es wurde die Aufstallung von Geflügel angeordnet. Auch die Stadt Chemnitz erließ nach dem Geflügelpestfall in Burgstedt am 10. März eine Allgemeinverfügung, mit der verschiedene Ortsteile zum Beobachtungsgebiet gemacht und Schutzmaßnahmen angeordnet wurden. Die Allgemeinverfügungen sind auf der Internetseite des Landkreises Mittelsachsen und der Stadt Chemnitz abrufbar. Eigentlich wollte der Amerika-Tierpark Limbacher Frohna am 15. März wieder für Besucher öffnen, nachdem er Corona-bedingt 4 Monate geschlossen bleiben musste. Leider ging am 8. März bei der Stadt Limbacher Frohna ein offizieller Bescheid ein, dass 2 eine Woche zuvor verstorbene Blaukehlguans mit der Vogelgrippe infiziert waren. Deshalb wurde die Anlage sofort unter Quarantäne gestellt. Die Tierparkmitarbeiter fingen mit Unterstützung des Bauhofs alle Vögel ein und brachten sie in Ställen unter. Die Flamingolandbewohner brachte man wieder ins Winterquartier. Wo es möglich war, wurden Volieren mit Planen verschlossen. Über dem Pinguinland wurde ein Schutzzelt errichtet. Es geht darum, Kontakte zu freilebenden Vögeln zu unterbinden, um die weitere Verbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. Der Zutritt zum Tierpark ist nun erst einmal nur noch Mitarbeitern mit entsprechender Schutzkleidung erlaubt. Wer sich im Landkreis Mittelsachsen im Grünen bewegt, sollte darüber nachdenken, sich gegen FSME-Schutz impfen zu lassen. Der Landkreis wurde nun vom Robert-Koch-Institut zum FSME-Risikogebiet eingestuft. Heißt, es besteht das Risiko, aufgrund eines Zeckenstiches an FSME zu erkranken. Zwar gab es 2020 im Landkreis Mittelsachsen nur 2 Erkrankungen und in den 2 Jahren zuvor jeweils 1,
Aber in der Risikoberechnung werden auch die Fälle der angrenzenden Landkreise einbezogen. 2020 zählte man im Freistaat Sachsen 31 FSME-Erkrankungen. Die Erkrankung kann glimpflich ablaufen, aber auch eine Entzündung des Gehirns bzw. seiner Häute hervorrufen. Durch einen Zeckenstich können zudem andere Krankheitserreger übertragen werden, so die Borreliose. Gegen die gibt es keine Impfung. Es heißt also vorbeugen durch entsprechende Kleidung, die Verwendung von Schutzmitteln und das Absuchen des Körpers nach dem Aufenthalt im Freien. Nachdem es wohl durch die Corona-Zeit mehr Hundebesitzer gibt, mehren sich die Beschwerden über Hundekot auf Wegen und Plätzen in den Kommunen, auch in Frankenberg, weshalb die Stadtverwaltung die Hundebesitzer bittet, ihren Hund davon abzuhalten, auf Gehwegen, Spielplätzen, öffentlichen und privaten Grundstücken sowie Wiesen und Äcker sein Geschäft zu erledigen. Unter anderem traten Landwirte an die Stadtverwaltung heran, weil Hundebesitzer ihre Tiere sich auf Wiesen und Feldern entleeren lassen. Die im Hundekot befindlichen Krankheitserreger und Parasiten landen unter anderem im Futtertrog von Kühen, sodass diese erkranken. Die Folgen können sein, häufiger Tod und Fehlgeburten und über Monate keine Milchabgabe. Wer von Wüstenbrand nach Hohenstein-Ernsthal fahren möchte, muss seit 1. März wieder die Umleitung nehmen, weil an diesem Tag Baustart für den letzten Bauabschnitt an der S454 war. Witterungsbedingt konnte der 220 Meter lange Abschnitt nicht wie die zwei vorherigen Bauabschnitte schon 2020 abgeschlossen werden. Bis Ende März werden nun auf dem letzten Stück die Fahrbahn und die Gehwege erneuert. Da das unter Vollsperrung geschieht, wird auch der Busverkehr umgeleitet. Von Ende März bis Mitte April soll unter halbseitiger Verkehrsführung die Baumaßnahme abgeschlossen werden. Insgesamt kostet die Maßnahme 1,2 Millionen Euro. Die Stadt Hohenstein-Ernsthal ist mit rund 245.000 Euro beteiligt. Den großen Rest bezahlt der Freistaat Sachsen mit Steuermitteln. Die Verwaltungsgemeinschaft Burgstedt-Taucher und Mühlau hat einen Shuttlebus organisiert, der ab 16. März täglich 15 Einwohner ins Impfzentrum nach Mittweida und zurück befördert. Zunächst die Bürgerinnen und Bürger der Prioritäten 1 und 2, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Erkrankung eine eigenständige Anreise nicht ermöglichen können. Wenn die Kapazitäten ausreichen, können sich auch andere Personen der Prioritäten 1 und 2 anmelden. Und zwar bei der Stadtverwaltung Burgstedt unter Telefon 03724 63114 oder per Mail unter impftermin@stadt-burgstedt.de. Mehr zu dem Impfshuttle, der vorerst bis 12. April geplant ist, erfährt man in den Amtsblättern der Verwaltungsgemeinschaft sowie im Internet unter www.burgstedt.de. Der Frankenberger Stadtrat stimmte mit 16 Ja, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen für die Bewerbung Tag der Sachsen 2022 und beauftragte damit den Bürgermeister Thomas Fürmenich, die Bewerbung vorzubereiten und beim Kuratorium Tag der Sachsen einzureichen. Man rechnet bei der Durchführung von Sachsens größtem Volks- und Heimatfest mit bis zu 1,5 Millionen Euro Ausgaben. Der Freistaat gewährt eine Zuwendung von 700.000 Euro für die Durchführung der Veranstaltung und anstehende Investitionen. Ein Novum, dass die Stadt selbst über die Verteilung der Zuwendung entscheiden kann. Für Verwaltung und Personal stehen zusätzlich 100.000 Euro zur Verfügung. Über Sponsoren, Standgebühren, Parkgebühren etc. sollen weitere Einnahmen erwirtschaftet werden. Die Stadt selbst plant mit einem Eigenanteil in Höhe von 300.000 Euro, der aus der jährlichen Dividende, die Stadt von der kommunalen Beteiligungsgesellschaft der NWAM erhält, finanziert werden soll. Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, sicherte auch der Landkreis Mittelsachsen Unterstützung zu. Das Festgelände kann sich vom Stadtzentrum bis zu den Naturerlebnisräumen Mühlbachtal und Schobauaue erstrecken. Das Kuratorium Tag der Sachsen wird wohl noch im März entscheiden, ob in Frankenberg 2022 der Tag der Sachsen stattfindet. Nachdem 2019 die Landesgartenschau mit Bravour gemeistert wurde, würde eine Ablehnung eher überraschen.
Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie 2020 der Frühjahrsputz in Burgstädt ausfallen musste, ruft der Bürgermeister Lars Naumann nun 2021 zum Putz vom 22. bis 28. März auf. Der findet allerdings anders als gewohnt statt. Die Bürger sollen diesmal nicht gemeinsam, sondern vor ihrer eigenen Tür fegen. Die Mitarbeiter des Bauhofes werden indes in dieser Woche mit der Frühjahrsbepflanzung beginnen. Der Bürgermeister teilt außerdem mit, dass die städtischen Mitarbeiter bei Kontrollen immer wieder feststellen, dass Bürger im Stadtgebiet Müll ablagern. Er bittet deshalb, dass, wer Zeuge einer solchen Ordnungswidrigkeit wird, sich beim Ordnungsamt der Stadtverwaltung Burgstädt melden soll. Im Landkreis Mittelsachsen wurden im ersten Halbjahr 2020 rund 63.000 Euro für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen ausgegeben. Mit 15,4 Tonnen nahm Sperr- und Hausmüll Platz 1 bei der Beseitigung illegaler Müllablagerungen ein. Es mussten zudem 7,5 Tonnen gefährlicher Abfall beseitigt werden. Beim Landratsamt Mittelsachsen nimmt das Referat Recht, Abfall und Bodenschutz Hinweise zu abgelagerten Abfällen und den Verursachern aus der Bevölkerung entgegen. Die Hinweise werden auch bearbeitet, wenn sie anonym eingehen. Werden Täter ermittelt, drohen diesen bis zu 100.000 Euro Bußgeld. Eigentlich hat die Frankenberger Stadtgalerie am Baderberg 16 donnerstags bis sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Weil wegen der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus die Türen nicht geöffnet werden durften, schuf das Team der Galerie ein Kunstschaufenster in den Schaufenstern der Einrichtung. Die Möglichkeit, Kunst zu genießen, auch wenn die Räume nicht betreten werden können. In den Schaufenstern werden unter dem Motto Menschen, Bilder, Gedanken im Wechsel Werke ortsansässiger Künstler gezeigt. Die Arbeiten sollten eigentlich ab Dezember 2020 die Wände in der Stadtgalerie zieren. Zum Tag der Druckkunst am 15. März veranstaltet die Stadtgalerie zusammen mit der Jugendkunstschule Frankenberg eine digitale Ausstellung. Über Bildschirmen in den Galeriefenstern werden vom 15. bis 26. März Arbeiten gezeigt, die bei den Kursen Algraphie, Lithografie einmal anders entstanden. Nachdem schon in anderen Städten im Landkreis Mittelsachsen Händler, Künstler und andere auf ihre Situation aufgrund der geltenden Corona-Regeln aufmerksam machten, versammelten sich am 10. März erstmals in Frankenberg Bürger. Ich unterstütze die Aktion, weil Tausende von Händlern in unserer Heimat ihre Existenz verlieren werden. Und weil die Menschen in den Städten oder in den Dörfern und in den Gemeinden die Händler unterstützen müssen. Es kann nicht so weitergehen, auf keinen Fall. Es sind nicht nur die Händler. Durch die Medien mittlerweile bekannt, die seit rund 8 Monaten geschlossene Schwimmschule in Sachsenburg. Vorige Woche, am 3.3. haben wir tatsächlich den Rest unserer Novemberhilfe bekommen. Wie es mit Dezember aussieht oder Überbrückungshilfe 3, so war ja seit gestern Abend alle Hilfen gestoppt worden, nachdem festgestellt wurde, dass durch Betrüger viele Millionen Euro in falsche Hände geflossen sind. Und jetzt können wir alle ein bisschen warten. Ne? Entgegen dem Öffnungsverbot hatten wir ab dem 15.02. mit unseren Vermietungen begonnen. Die Resonanz war gewaltig. Bis Mitte März waren wir innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. Die Schließung trotz funktionierendem Mietkonzept wurde am 19.02.2021 nicht durch uns beschlossen, durch eine Schließungsverfügung des Landratsamt Mittelsachsens. Unter anderem standen folgende Sätze in der Schließungsverfügung. Ob Eintritt oder Miete, Sie wollen nur in gewohnter Weise Einnahmen generieren. Ja, ich bin selbstständig, ich möchte Einnahmen generieren, richtig, okay, gut erkannt. Durch Ihre Vermietungsöffnung ist die Mobilität erhöht worden, diese gilt es zu unterbinden. Auf unserem Parkplatz standen 2 Autos gleichzeitig, maximal. Drüben am Wald 12 Autos von Spaziergängern. Wir haben den Widerspruch ans Landratsamt geschickt und der Eilantrag ging vor das Gericht. Der wurde am 5.3. abgelehnt. Mit der sinngemäßen Begründung, wir fallen als kleines privates Schwimmbad in einen großen Topf der Hallenbäder und denen ist die Öffnung und der Betrieb untersagt. Wer unser Schwimmbecken kennt, also wir haben weder Rutschen noch Türme, ein Becken, keine Gassen, Kassen oder Gastrobereich. Und vermieten schon seit 1999 stundenweise unser Schwimmbecken und die Sauna,
haben ein genehmiges Hygieneschutzkonzept und haben unser Mietkonzept sogar den Kontaktbeschränkungen angepasst. Das heißt, nur ein Hausstand war bei uns baden oder saunieren. Aber wir dürfen nicht vermieten. Und jetzt könnt ihr euch alle mal den Spaß machen, wenn ihr dann zu Hause seid und bei eBay Kleinanzeigen mal reinschauen, wie viel in und um Chemnitz private Saunen vermietet werden. Mobile und stationäre. Und das Geschäft brummt anscheinend. Ein Vertreter aus dem Kulturbereich, der sich Luft machte, war Rolf Pünnige, den man auch als Ritter Harras kennt. Als Alleinunterhalter habe seit März eigentlich kaum noch was zu tun, wohlgemerkt vorigen Jahres. Ich hatte bloß ganz kurz in der Sommerpause noch ein bisschen Geld verdienen dürfen und dann war der Sack gebunden. So. Wie gesagt, ich möchte klarstellen, nee, ich halte meinen Ständer alleine. Hätte schon nicht zugetraut, Anja. Wie gesagt, ich möchte eins klarstellen, ich nehme die Corona-Krise sehr ernst. Ich möchte auch nicht unbedingt krank werden oder so. Also das mal gleich vorneweg. Dann gönne ich jedem seine pünktliche Bezahlung vom Arbeitgeber. Ich gönne jeden Rentner, der pünktlich seine Rente aufs Konto bekommt. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass jeder, der arbeiten will, aus unserer Branche und darf nicht, dass da zurzeit überhaupt keine Kohle fließt. Ja, da müssen wir mal... So, und jetzt habe ich es wie meiner Art, das eben so seit Jahren gewöhnt ist, das alles mal ein bisschen in Verse gefasst. Hoffentlich kriege ich es gut rüber. Ich hatte noch nie so eine schöne Kerze, die automatisch angeht. Und deshalb folgende Zeilen. Als Ritter Harras, euch zur Freude, bespaßte ich gar viele Leute. Ich konnte mit Witz gar viel berichten und übers Mittelalter dichten. Doch das sieht heute anders aus. Die Auftragslage ist ein Graus. Die Pandemie ganz unbestritten hat viel vom Leben abgeschnitten. Bin auch der Meinung, wenn es nützt, dass man sich vor der Krankheit schützt, nur mit Bedacht. Das wäre schön, denn das Leben muss ja weitergehen. Ich möchte auch nicht ständig klagen, doch muss von oben keiner sagen, dass ich nur Geld verdienen will. Ich soll bloß ruhig sein und ganz still. Ja, deshalb sollt ihr kurz verweilen und hört von mir schnell diese Zeilen, dass dieser Mist, das sage ich klar, zu jeder Zeit der gleiche war. Von oben wird herabregiert, egal ob's jemand interessiert, in einer hochbezahlten Weise, der kleine Mann, was reimt sich da drauf, bezahlt die Scheiße. Die Aktion in Frankenberg wurde von Bürgern unterstützt, die ihren Betrieb nicht schließen mussten. So Christiane Thümer, eine Maschinenbauunternehmerin aus Hainichen. Und mir ist es aber ein Anliegen und ich denke, das möchte ich auch Ihnen hier in Frankenberg weitergeben, dass wir, egal ob betroffen oder nicht, existenziell betroffen oder nicht, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir zueinander halten, dass die Kraft haben... Dass die Kraft haben, etwas zu bewegen, das auch tun, auch wenn sie selber nicht betroffen sind. Denn die betroffen sind, haben häufig die Kraft nicht. Und deswegen wollen wir zusammenstehen, auch als Ortschaften zusammenstehen. Ich finde das ganz wichtig. Man merkt, wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, wie also in Hainichen, dass man nicht nur Freunde gewinnt, dass muss nicht sein, aber damit muss man rechnen. Ja. Und aus diesem Grund, und das möchte ich vorlesen, ist die Frage, was hat man für eine Motivation, was hat man für eine Vision für diese Aktion jetzt? Ja. Und darüber muss man sich ganz klar werden, damit man dann auch die Kraft hat, das durchzuhalten und weiterzumachen. Unsere Motivation und Vision. Wir sehen die vielen Ursachen existenzieller Not, die Spaltung, die sich durch Familien und Freunde zieht. Und wir sehen eins, mit den Maßnahmen, die 2020 getroffen wurden, geht der Verlust unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf dem Wege des Notstandsrechts einher. Wir haben uns zusammengefunden, um ein anderes Miteinander zu schaffen, eine Gesellschaft, die liebevoll und achtsam miteinander umgeht, die die Werte
Werte des Grundgesetzes hochhält und auch lebt. Wir fordern, dass über eine fachübergreifende, besetzte Expertenkommission konstruktive Lösungswege aus der Krise zu erarbeiten sind, welche allen Bedürfnissen Rechnung tragen und alle Fakten sachlich berücksichtigen. Die Maßnahmen sind sofort aufzuheben, wenn nicht eine klare Evidenz zu ihrer Nützlichkeit vorgelegt wird. Wir leben in einer Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der wir durch die Politik und Medien in einem Zustand der ständigen Angst und Sorge gehalten werden. Dies geschieht durch mangelnde Aufklärung und irreführende Kommunikation mit alarmierenden Zahlen, die ohne Verhältnisgrößen als Beweis für eine hohe Gefährdung dargestellt werden. Alle Bedürfnisse sollten gleichberechtigt gehört werden. Viele von uns leben in einem Angstzustand. Einige befürchten eine Ansteckung oder den Verlust der Arbeit. Andere den finanziellen Ruin, Ächtung durch die Gesellschaft oder den Verlust der Grundrechte. Jeder Mensch erlebt eine andere Facette der Angst. Aber für alle gilt, wir sind in dieser Angst gefangen und kaum noch fähig, unserem Gegenüber offen und wertfrei zu begegnen. Statt miteinander zu reden und Lösungen zu finden, verhärten sich die Fronten. Unsere Sorge gilt den Menschen, die deshalb Schaden nehmen. Menschen, deren Operationen verschoben oder gar abgesagt werden. Menschen, die aus Angst nicht oder zu spät zum Arzt gehen. Menschen, die einsam unter der Isolation leiden oder durch die Maßnahmen eine Verschlimmerung bestehender Krankheiten erleiden. Ganz klar respektieren wir die Furcht unserer Mitbürger vor Krankheit und Tod. Wir akzeptieren aber nicht, dass alle anderen Krankheiten nur einer einzigen untergeordnet werden und ein wissenschaftlicher... Ja. Ja. Und ein wissenschaftlicher sowie gesellschaftlicher und sozialer Diskurs mit aller Macht vermieden werden soll. Sollten dabei Fakten verzerrt oder unterschlagen worden sein, ist die juristische Aufarbeitung unerlässlich. Wir möchten euch einladen, diesen Weg mit uns zu gehen. Lasst uns aufeinander zugehen, die Meinungen und Ängste des Gegenübers sehen, verstehen und akzeptieren und dann lösungsorientiert gemeinsam weiterzugehen. Auch der AfD-Stadtrat Frank Obernick ergriff das Wort. Ich könnte euch jetzt viele Sachen aufzählen, was meine Vorredner schon gesagt haben, was mir alles nicht gefällt. Na, mir gefallen Masken nicht, mir gefallen diese Ungleichmachung von verschiedenen Gewerken nicht, mir gefällt die Ungleichheit, was die Schulen betrifft, nicht. Die einen Schüler dürfen, die anderen Schüler dürfen nicht. Dann wird halt gesagt, naja, dann machen wir Wechselunterricht. Das funktioniert vielleicht in einem Gymnasium, wo die Lehrenden und Lernenden schon daran gewöhnt sind, gewisse Selbstständigkeiten zu pflegen. In einer Hauptschule funktioniert das nicht. Das bedeutet dann, wenn ich alle 14 Tage Unterricht habe, dann habe ich eine Woche Unterricht und eine Woche nicht. Was alles andere ist, sozusagen Augenwischerei. So, aber wir wollen ja eigentlich gar nicht darüber reden, was wir alles nicht wollen, sondern wir wollen ja darüber reden, was wir wollen. Und wir wollen ja Mut machen, das ist ja die Sache. So, jetzt stellt sich mal die Frage, warum werden denn nun langsam wieder bestimmte Bereiche freigegeben? Ja, ganz einfach, man will euch spalten. Man will nicht, dass ihr hier zusammensteht, man will nicht, dass ihr euch eine Meinung bildet und man will vor allen Dingen nicht, dass ihr Mut habt. Das soll euch genommen werden. Und auch uns. Ich bin auch nicht begeistert, wenn irgendjemand an Corona stirbt. Aber ich bin genauso wenig begeistert, wenn jemand an Krebs stirbt, wenn jemand vom Auto überfahren wird und so weiter. Sterben ist keine schöne Sache. Deshalb müssen auch Leute vor Krankheiten geschützt werden. Die Frage ist nur, wie weit will man das treiben? Na? Und ich denke, es wird übertrieben. Vertreter anderer politischer Parteien nutzt nicht die Möglichkeit, auf dem Podium ihre Meinung zur Sache zu äußern. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flüha.
Ach ja. Ach hallo, Sie sind auch da. Schön, dass wir uns wieder mal sehen. He? Ich lese gerade hier noch. Der Frauentag war wieder gewesen. Haben Sie dran gedacht? Ha. Ja, nee, ich hab dran gedacht. Na, Kampftag der Frauen? Ja, ja. Ich hab meiner Gutsten hab ich mein tief empfundenes Beileid ausgedrückt. Naja, Kopf hoch, hab ich zu meiner Gutsten gesagt. Na, ja, auch Frauen sind eines Tages bloß noch Rentner, hab ich gesagt. Oh, da hat sie gesagt, halt, stopp, das ist falsch, Rentnerin. Gut, da hat sie natürlich recht, wo sie recht hat, da hat sie recht. Na, wobei Rentnerinnen auch bloß Rentner sind. Wissen Sie, die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht nimmt nämlich bei Frauen mit den Jahren immer mehr ab. Ja, das ist ja bei Männern auch so. Wobei bei Männern geht es dann eben um die Abnahme zur Zugehörigkeit bei den Männern. Ja, es geht von beiden Seiten mehr Richtung Neutralität. Ja, es ist der Lauf der Zeit. Ne? Wobei, ganz so weit ist es bei mir und bei meiner Gutsten noch nicht. Also von welchen neutral? Nee. Also wir sind uns durchaus unserer Unterschiedlichkeit noch bewusst. Manchmal. Nicht mehr so häufig wie früher, ne? Aber gelegentlich schon. Ja, und dann, also ich muss Ihnen sagen, ne? Also dann, wenn, dann nur noch ausgefallener Sex. Ja. Montag ausgefallen, Dienstag ausgefallen, Januar ausgefallen, Februar. Na gut. Na, Sie kennen das ja, ne? Nee. Ist ja auch alles völlig normal, ist alles gut so. Ne? Die biologischen Uhren, Mann und Frau, egal. Die biologische Uhr kannst du nicht anhalten und kannst du auch nicht zurückdrehen. Nee, kannst du nicht zurückdrehen. Es ist auch bei der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit, klappt das bei der biologischen Uhr überhaupt nicht. Naja, es ist... Kampf gegen die Zeit ist genauso sinnlos wie Kampf für die Gleichberechtigung. Warum müssen denn die Frauen dauernd um die Gleichberechtigung kämpfen? Hä? Also ich weiß ohne. Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Also von den Frauen. Na, dass die... Warum wollen die unbedingt alle Lasten des Alters, den ganzen Daseinskampf, warum wollen die das mit den Männern teilen? Sollten Frauen nicht viel lieber dankbar sein, dass sie sich nicht so wie die Männer abbaggern müssen? Naja. Also wenn ich jedenfalls Frau sein täte, ich täte wesentlich zurückhaltender sein mit meinen Forderungen nach Gleichberechtigung. Nein. Was haben die Frauen eigentlich da davon hier? Ne? Wenn, wissen Sie, mit der Quotenregelung und so, wenn da 2 oder 3 Frauen in irgendeiner Vorstandsetage plötzlich oben mitsitzen, was haben denn da die anderen Frauen davon? Die da oben sitzen, gut, die kriegen einen Haufen Schrot. Und können ihr Familienleben vergessen. Aber die anderen Frauen, die haben immer noch denselben Ehemann und die kriegen keinen Jahresbonus. Ach, hey, was soll das für die Frauen? Und dann auch, was jetzt in den letzten Jahren, ja, da wird immer aufgepasst, das mit den Innen. Na, also wie meine Gutste. Rentner? Nein, Rentnerinnen. Ja. Wo soll denn da dabei, mit dem Innen, eine Verbesserung der Lebenslage der Frau rauskommen? Da finde ich scheißegal, he? Also ich begreife das nicht. Und da wird gestritten und überhaupt Innen. Müsste das dann nicht auch Frauinnen heißen? Frauinnentag? Oder wie müsste es heißen? Herren und Dominen? Oder, also ich weiß auch nicht, das ist ein Käse. Es gibt ja eine Universität in Deutschland, da müssen die männlichen Professoren mit Professorin angeredet werden. Das ist ja dann der Gipfel, ne? Geschlechtertausch. Nee. Im normalen Leben müsste dann eine Kellnerin
wie müsste die zu mir dann sagen, Herrin, Herrin Bettmeier, Sachsenmeier, Entschuldigung. Nee, das ist Quatsch, ne? Es ist, nee, also wenn ich eine Frau wäre, ne? Na gut. Vielleicht wäre ich auch ein bisschen für die Gleichberechtigung. Ne? Ja, jeder will ja mal ein bisschen Recht haben. Ja, das verstehe ich auch. Ne? Und meine Gutste braucht manchmal sehr drauf, dass er Recht hat. Eigentlich sogar meistens. Eigentlich müsste ich daheim um die Gleichberechtigung kämpfen. So, naja. Na, aber im Prinzip, nee. Dass eine Frau wie die Männer gleiches Wahlrecht haben tut, das ist ja geschenkt. Oder gleiches Recht auf Bildung, ist ja okay. Oder Recht auf Fußball spielen, Boxen. Naja, das geht vielleicht jetzt schon wieder ein bisschen weit. Fußball spielen und Boxen. Aber wissen Sie, wenn die Gleichberechtigung am Ende dann sogar in Gleichbepflichtigung enden tut, nee, da täte ich drauf verzichten, wenn ich eine Frau sein täte. Nee, ich weiß auch nicht. Nee, alleine die Pflichten, was der Mann hat, so für Frau und Kinder, für alle die er mal irgendwo in der Welt geht. Also der Mann hat unendliche Verpflichtungen. Nee, immer Mann sein, immer seinen Mann stehen, Karriere machen, immer stark sein. Nee, manchmal möchte ich lieber eine Frau sein. Ne? Ja. Einfach ein bisschen schön aussehen, ne? Muss ja nicht allzu klug sein, ne? Eben so ein bisschen wie meine Gutste. Wobei natürlich meine Gutste, die ist ja nur sehr schön. Und die ist ja nun sehr schlau. Ne? Also, an der ist ja regelrecht ein Mann verloren gegangen, in meiner Gunsten. Ja, aber allen anderen Frauen, nachträglich, alles Gute noch zum Verhandler. Zum Wohl. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha.